Hallo, ich will mich erstmal vorstellen. Ich bin der Stefan Bieger. Ich bin der Entwickler von den Quizkontrollen. Hauptberuflich bin ich eigentlich Software- und Hardwareentwickler. Das Quizkontrollen mache ich jetzt nur in meiner Freizeit nebenbei. Seit 2015 auch mit der Unterstützung vom Turbo-Zentrum, die für mich die Fertigung und den Vertrieb übernommen haben. Ja, meine Interessen habe ich immer aufgelistet. Also Elektronik, Computer, Technik und Autos sind so meine Hobbys. Und deswegen auch relativ naheliegend, mich ein bisschen mit der Technik im Auto zu beschäftigen. Ich will jetzt erstmal erklären, was das Quizkontrollen überhaupt tut. Das Quizkontrollen ist vom Prinzip her erstmal gedacht zum Anzeigen von Messwerten im Fahrzeug. Das heißt, wenn ich ein bisschen an meinem Motor schon optimiert habe, interessiere ich mich natürlich für Messwerte, wie zum Beispiel verschiedene Temperaturen, Öltemperatur, Ansauglufttemperatur und so weiter, auch Ladedruck, Benzindruck und so weiter, das sind alles interessante Messwerte. Wenn man die normalerweise ständig im Auge behalten will, gibt es eine Möglichkeit, das zu machen. Da muss man nur aufpassen, dass man es nicht übertreibt, sonst sieht es irgendwann so aus. Ich habe geschaut, es ist eine Fotomontage, also keiner ist wirklich so wahnsinnig und baut sich so viele Rundinstrumente ins Fahrzeug. Das Quizkontrollen geht ein bisschen einen anderen Weg. Das Quizkontrollen versucht, die Anzeigen vom Fahrzeug mitzubenutzen. Ich habe jetzt hier auf den Folien habe ich mal ein paar Beispielbilder. Das ist also, wie es dann in dem Tacho aussieht, vom Audi A3 8P. Unten ist es, wie es in einem Golf 5 aussieht. Dann haben wir noch das Bild, wie es in einem Audi A4 B7 mit Farbfiz aussieht. Und oben rechts habe ich jetzt noch ein Bild, das ist das neue FIS-Control. Da benutze ich nicht mehr das Display vom Tacho, sondern da benutze ich dann das größere Display von dem Navigationssystem. Vom Prinzip her gibt es jetzt auch zwei Varianten vom FIS-Control. Das eine ist das FIS-Control für die Anzeige im Tacho-Display. Das andere ist dann für die Anzeige im Navigationsbildschirm. Werde ich gleich mal ein bisschen genauer vorstellen. Um das FIS-Control so unabhängig wie möglich zu verbauen, benutze ich nicht nur die Anzeige vom Fahrzeug, sondern ich benutze auch die Messwerte, die im Fahrzeug schon verfügbar sind. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt noch zusätzliche Sensoren verbauen, sondern per Diagnose frage ich die Messwerte ab, die im Fahrzeug ohnehin schon bekannt sind. Also wenn ich zum Beispiel schon einen Öltemperatursensor im Fahrzeug verbaut habe, per Diagnose kann ich ohnehin auf die Öltemperatur zugreifen. Es gibt keinen Grund, warum ich nochmal separat den Öltemperatursensor verbauen sollte. Gut, ich liste jetzt mal kurz auf, welche FIS-Control-Varianten es gibt. Und auch erstmal wichtig, für welche Fahrzeuge die geeignet sind. Geht nämlich momentan nur für Fahrzeuge aus dem VW-Konzern. Fängt so an ab Baujahr 1998, so sagt man mit Golf 4 und dem Audi A4 B5 zum Beispiel. Dann eigentlich über viele VAG-Modelle hinweg. Voraussetzung ist halt immer, dass in dem Tacho der große Bordcomputer mit dem großen Display verbaut ist und dass die Diagnose über OBD halt funktioniert, dass ich überhaupt an die Messwerte komme. So, es gibt jetzt hier zwei Varianten von dem FIS-Control, das FIS-Control 2.2 und das FIS-Control Lite. Ich zeige es nochmal im Detail. Das FIS-Control 2.2, was es hier beim Turbozentrum zu kaufen gibt, kann natürlich die Messwerte per OBD einlesen und anzeigen, hat aber dazu auch die Möglichkeit, noch weitere Sensoren anzuschließen über die Schraubklemmen. Das heißt, ich habe noch weitere Analog-Eingänge und auch noch Eingänge für Abgastemperatursonden. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, das, was man an das FIS-Control anschließen möchte an Messwerten, kriegt man da auch irgendwie dran. Also alle marktüblichen Sensoren kriege ich da irgendwie angeschlossen und kann dann die Sachen auch natürlich in dem Display vom Tacho mir anzeigen. Ja, ich habe hier noch ein paar weitere Funktionen aufgelistet. Unten sind noch ein paar Sonderfunktionen, die habe ich auf Kundenwunsch reingebaut. Das, sage ich mal, ist auch so ein bisschen ein Vorteil von dem FIS-Control, dadurch, dass jeder direkt mit mir Kontakt aufnehmen kann und ich auch direkt an dem Gerät weiterentwickeln kann. Wenn da also Sonderwünsche kommen, zum Beispiel haben Leute sich gewünscht, dass sie das PDC, also diese Park Distance Control von dem Audi A3, auch in einem Audi A4 verwenden können. Und sei es nur am CAN-Bus sind ein paar Botschaften noch anzupassen, das kann ich vom Prinzip her mit der FIS-Control-Box dann alles machen. Das sind dann nur noch Softwareänderungen, die ich dann reinbringen kann. Ja, und damit kann ich also im Laufe der Zeit halt die Funktion noch erweitern. Ich denke, mittlerweile sind wirklich schon ein Haufen Funktionen drin, die man so nutzen kann. Also noch deutlich mehr, als ich jetzt hier aufgelistet habe, aber ich will es jetzt auch nicht überfrachten. So, dann gibt es noch das FIS-Control Lite. Das ist praktisch identisch mit dem FIS-Control 2.2, aber halt auch das Wesentliche reduziert. Das heißt, es ist jetzt wirklich nur noch dazu gedacht, die OBD-Messwerte auszulesen aus dem Fahrzeug und anzuzeigen. Und ja, im Endeffekt genau das zu ermöglichen, einfach die Messwerte live im Fahrzeug zu sehen, ohne dass ich irgendwie Zusatzhardware, Zusatzsensoren, irgendwelche Zusatzanzeigen verbauen muss.
Dann relativ neu, seit diesem Jahr gibt es jetzt noch das FISControl MMI. Ich habe vorhin schon mal den einen Screenshot gezeigt mit der großen Anzeige in dem MMI-Display. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr gut gelungen, dass ich da auch jetzt Rundinstrumente anzeigen kann. Und vor allem kann ich jetzt auch neuere Fahrzeuge abdecken. Das heißt, ich kann jetzt in den im Audi A1, in dem A4, A5, Q3 und im Q5 kann ich das anbieten. Weitere Modelle sind geplant, muss ich jetzt noch ein bisschen die Technik checken. Vom Prinzip her sind aber die ganzen Audi-Modelle relativ ähnlich von der Technik. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es in Kürze verfügbar sein kann. Ja, was die Box momentan macht, ist eigentlich jetzt das gleiche wie die anderen FISControl-Boxen auch, nämlich Messwerte anzeigen, schön als Rundinstrument aber diesmal und auch in der Listenansicht. Und als kleines Bonus-Feature habe ich jetzt damit drin, dass man sein Smartphone auch koppeln kann mit der FISControl-Box und Notifikationen, die eingehen, zum Beispiel über WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails, werden dann auch direkt auf dem MMI-Display im Fahrzeug angezeigt. So, ich zeige jetzt einfach nochmal ein paar Screenshots, wie dann das FISControl in Aktion aussieht. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel von dem Audi A4 D7 mit dem FarbFIS. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar Bilder nebeneinander. Das heißt, ganz links, das ist mal so ein Startbildschirm. Gleich das Besondere daran, die können, also sind austauschbar und können zum Teil auch selbst gestaltet werden. Gibt es zumindest für die einfarbigen Tachos gibt es die Möglichkeit, sich diese Logos halt selbst zu gestalten. Für diese farbigen Startlogos muss ich immer noch ein bisschen Handarbeit machen. Das mache ich dann auf Wunsch, wenn sich jemand bei mir meldet und wünscht sich halt ein besonderes Logo, dann kann ich das teilweise auch dann einpflegen. Das zweite Bild rechts daneben ist erstmal das Hauptmenü von dem FISControl. Zeige ich vielleicht, wenn ich Zeit habe, noch hier mal live am Demonstrator. Die dritte Grafik zeigt so eine Übersichtsanzeige. Da habe ich bis zu 8 Messwerte. Jetzt in dem Fall ist das Geschwindigkeit, Drehzahl, dann verschiedene Temperaturen und Ladedruck. Dann gibt es noch eine Liniendiagrammansicht, auch noch relativ interessant, wenn man Sachen halt im zeitlichen Verlauf sich anschauen möchte. Man kann mit dem FISControl 2.2 den Fehlerspeicher auslesen und sich auch im Klartext anzeigen lassen, auch sehr interessant, weil dann kann ich wirklich live im Fahrzeug, wenn irgendwie Probleme auftauchen, direkt diagnostizieren, ist irgendein Fehlerspeichereintrag abgelegt, kann das genau mir anschauen. Ich kann auch den Fehlerspeichereintrag löschen und dann gucken, ob der wiederkommt oder ob das nur ein sporadischer Fehler war. Also es ist eigentlich ein richtiges Diagnosesystem, was ich halt immer dabei habe, was ich im Fahrzeug verbaut habe. Ja, dann gibt es noch diese Ladedruckansicht in so einem Balkendiagramm. Und ganz rechts ist so eine Messwertblockansicht. Wer Diagnosetools kennt wie VCDS, der weiß ungefähr, wie das funktioniert, dass man halt Messwerte als Messwertblock abruft. Jeder Messwertblock kann bis zu 4 Einzelmesswerte haben. Also genau das, was das Tool VCDS auch anzeigen kann, kann ich halt auch mit dem FISControl anzeigen. Ja, ich habe jetzt die gleichen Bilder nochmal von anderen Tachos. Das ist jetzt mit dem roten monochromen Tacho, wie er zum Beispiel in einem Audi TT verbaut ist oder in einem Audi A4 B5 verbaut ist. Das sind im Endeffekt ähnliche Ansichten. Die Display-Auflösung ist nicht ganz so groß, deswegen sehen halt manche Sachen nicht ganz so schön aus wie auf dem FarbFIS. Was man hier jetzt aber auch noch sieht auf den Bildern ist, dass man auch selbst noch die Messwerte benennen kann. Das heißt, das ist jetzt eine Konfigurationssache. Jeder kann sich die Messwerte selbst beschriften, wie er das haben möchte, auch in der Sprache, wie er das haben möchte, dass er sich mit seinen eigenen Messwerten zurechtfindet. Und die ersten beiden Bildschirme sind auch noch eine besondere Ansicht, die habe ich Kollektionsansicht genannt. Da gibt es halt die Möglichkeit, aus verschiedenen Messwertblöcken die Messwerte zusammenzustellen. An der Kollektion habe ich es halt genannt, dass man nicht beschränkt ist auf diese 4 Messwerte, die pro Messwertblock vom Steuergerät vorgegeben werden. Ja, dann habe ich, genau, das ist jetzt nochmal ähnliche Screenshots, wie es in der Golf 5 Plattform aussieht, also auch in einem Passat zum Beispiel oder in Octavia. Dann, das wollte ich auf jeden Fall noch zeigen, jetzt die neuen Ansichten von dem FISControl MMI. Das ist jetzt in einem Audi A1. Da schon gleich die Besonderheit, die Hintergrundgrafik hat sich der Kunde selbst gestaltet. Das heißt, ich gebe das praktisch nur vor, wie so die Rundinstrumente funktionieren könnten. Die eigentliche Grafik ist nur eine Bilddatei. Das heißt, jemand, der sich ein bisschen auskennt mit Bildbearbeitung oder so, der kann sich eine Vorlage von mir runterladen, gibt es auf meiner Webseite, kann die selbst anpassen, kann sich seine eigenen Grafiken machen, seine eigenen Zeiger, also die Nabelgrafik auch selbst gestalten und kann sich im Endeffekt die komplette Ansicht, alles, was man da sieht, selbst designen. Das Design, was ich mitnehme, das ist jetzt in meinem Auto gerade, ist so eine Rundinstrumente-Ansicht, die ist ein bisschen angelehnt an diese alten VDO-Rundinstrumente. Ich bin nachher noch da, wer das mal live im Auto sehen will, kann sich das gerne anschauen. Ansonsten hier steht auch ein Demonstrator, wo man es so ein bisschen sehen kann. Gut.
Ich habe jetzt noch ein paar Bilder zur Bedienung und zum Einbau. Ich weiß nicht, wie interessant das ist. Also Bedienung erstmal grundsätzlich im Fahrzeug habe ich versucht so zu lösen, dass es so bedienbar ist wie der normale Bordcomputer auch im Fahrzeug. Das heißt, wer das kennt in seinem VW oder Audi, ich habe den Bordcomputer, wo ich sowieso Durchschnittsverbrauch und Restreichweite mir anzeigen lassen kann. Die Bedienung ist über den Lenkstockhebel, also der Wischerhebel hat seitlich zwei Tasten, hoch und runter und noch eine Reset-Taste auf der Unterseite. Und genauso löst das in den Fahrzeugen halt auch. Das heißt, ich erweitere praktisch den normalen Bordcomputer um weitere Ansichten, die ich ganz normal mit diesem Lenkstockhebel durchblättern kann. Und bei den neueren FIS-Control MMI, da geht die Bedienung über die Walze vom Multifunktionslenkrad. Im Endeffekt kann man dann mit der Walze zwischen drei Ansichten wählen. Die erste Ansicht ist die normale Anzeige von dem MMI-System, sprich das normale Navigationssystem oder der Media Player. Und die zweite Ansicht wäre dann diese Rundinstrumente-Ansicht. Und die dritte Ansicht, zu der man hinrollen kann, ist dann nochmal so eine Listenansicht mit mehreren Messwerten auf einen Blick. Gut, ich habe jetzt hier noch Bilder vom Einbau. Das ist jetzt Einbau in einem Audi A4 B7, damit man mal sieht ungefähr, was da zu machen ist. Also die meisten FIS-Controls werden hinten am Tacho angeschlossen. Das heißt, dazu muss der Tacho ausgebaut werden. Wenn der Tacho raus ist, dann habe ich praktisch hier sieht man die beiden Stecker, wo der Tacho normalerweise original mit angeschlossen ist. Da kommt dann der beigelegte Kabelsatz dazwischen. Da habe ich jetzt gerade gar kein Bild mehr dazu. Also auf jeden Fall kommt dann noch der Kabelsatz dran und kann dann wieder komplett eingebaut werden. Das heißt, eigentlich ist es eine Plug-and-Play-Lösung. Man muss zwar den Tacho rausbauen, man muss aber keine Kabel kaputt schneiden oder irgendwas in der Form. Die FIS-Control-Box hat meistens über dem Tacho nicht mehr direkt Platz. Deswegen haben wir hier noch das Handschuhfach, oder nicht das Handschuhfach, sondern die Kunstraumverkleidung abgeschraubt und haben das FIS-Control dann an dem Sicherungshalter festgemacht, hier einfach mit einem Kabelbinder gestellt. Ja, Bilder vom Einbau von dem neuen FIS-Control MMI. Das ist ein bisschen anders platziert. Da muss ich das Handschuhfach ausbauen tatsächlich. Das sind vom Handschuhfach her nur 5 Schrauben, da kann ich das Handschuhfach komplett rausnehmen. Dann die Head Unit, sprich das DVD-Lochwerk, muss rausgezogen werden. Da liegt dann auch dem FIS-Control ein Entriegelungswerkzeug bei, das heißt, das ist eigentlich auch relativ einfach. Entriegelungswerkzeug einführen, dann das ganze DVD-Lochwerk nach vorne rausziehen, dann auf der Rückseite die Kabel abstecken und das FIS-Control dazwischen stecken. Moment, das Bild dazu habe ich hier. Genau, das ist jetzt die FIS-Control-Box, die ich da dazwischen schließe. Und ein Kabel geht noch zu dem CAN-Gateway, das ist das, was hinter dem Handschuhfach liegt, deswegen muss ich auch das Handschuhfach ausbauen. Genau. So, jetzt bin ich eigentlich mit den Folien schon mal durch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Was ich gerne noch zeigen würde, falls das Interesse von Interesse ist, ist mal wirklich live die Bedienung. Ich habe mir dazu hier einen FIS-Control aufgebaut und ich kann mal ein bisschen zeigen, wie so die Erstkonfiguration ist, weil das ist so das, was die meisten Leute ein bisschen abschreckt. Die sehen erstmal, wie viele Funktionen da zu konfigurieren sind und das sieht sehr kompliziert aus. Aber die einfachen Sachen, um erst nur einen Messwert zu sehen, ist eigentlich relativ einfach. So, ich zeige erstmal ganz kurz, wie der Konfigurator aussieht. Also das ist jetzt der Online-Konfigurator, der ist auf meiner Webseite. Und alles, was hier an Elementen auf der Webseite ist, das sind alles Sachen, die konfiguriert werden können, aber nicht konfiguriert werden müssen, um das FIS-Control zu betreiben. Wenn man das FIS-Control frisch gekauft hat, hat es eingebaut und es ist noch gar nichts konfiguriert, dann muss man sich erstmal überlegen, was im FIS-Control eigentlich zeigen. Also zum Beispiel möchte ich Öltemperatur haben, Ladedruck und so weiter. Und ich gehe mal die wichtigsten Punkte einfach durch. Also zum Beispiel kann man ganz weit oben erstmal auswählen, die Sprache, in welcher Sprache ist das Menü von dem FIS-Control dann? Das sind jetzt schon etliche auswählbar. Hier kann ich dann beispielsweise Deutsch wählen. Ah, ist gar nichts mehr zu sehen. Oh, das tut mir leid. Ja, danke für den Hinweis. Ja, alles klar, sehr gut. Okay, also ich war hier oben, die Sprache habe ich eingestellt auf Deutsch. Dann kann ich eigentlich direkt anfangen, um mir diese Zusatzbildschirme, die ich in dem Bordcomputer sehen möchte, zu konfigurieren. Das habe ich hier Presets genannt. Man kann bis zu 9 verschiedene einfach definieren. Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Preset mir die Öltemperatur anzeigen lassen möchte, kann ich hier einen Namen vergeben, kann hier sich Öltemperatur hinschreiben. So, und was das FIS-Control immer wissen muss, ist, wo es diesen Messwert herbekommt.
Das heißt, ich muss wählen, wenn ich das per Diagnose auslesen möchte, von welchem Steuergerät kommt der Messwert. Weiß ich jetzt nicht gerade auswendig, müsste, glaube ich, hier ein Kombi-Instrument sein, die Öltemperatur im Messwert Block 50. Oder halt das ist so ein bisschen ein Problem, weil man nicht genau weiß, welche Messwerte in welchem Messwertblock sind. Da empfehle ich, das Tool VCDS zu benutzen. Die haben nämlich diese Label-Files dabei. Das ist sehr schön. Da kann man durch die Messwertblöcke mal durchklicken und kann sich halt angucken, welcher Messwert ist in welchem Messwertblock. Und soweit ich das weiß, kann ich das hier eintragen. Dann kann ich mir noch auswählen, in welcher Ansicht ich das auf dem Bordcomputer sehen möchte. Zum Beispiel jetzt hier als Einzelwert. Und dann wäre ich eigentlich an der Stelle schon fertig. Ich hätte jetzt hier schon einen Messwert, den ich sehen möchte, konfiguriert. Ich kann dann ganz oben auf Speichere Datei gehen. Und jetzt wird eine Datei quizcontrol.dat wird angeboten zum Runterladen. Und die kann ich dann einfach per Bluetooth auf das Quizcontrol aufspielen. Das geht auch mit einer Handy-App. Und wenn ich das jetzt mit der Webcam hinbekomme, dann zeige ich das auch gerade nochmal. Jetzt irgendwie das Problem, dass die Kamera ab und zu mal einfriert. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder in den Griff. So, ich schau mal, ob ich das jetzt hier auf mein Handy bekomme. Ich hoffe, man kann es noch einigermaßen sehen. Also ist wie gesagt jetzt eigentlich das Gleiche, was ich eben auf dem PC gezeigt habe. So, jetzt kann ich wieder auswählen, von wo ich den Messwert haben möchte. Ich wähle jetzt hier das Kombi-Instrument aus, weil ich das jetzt hier. Dann die Bezeichnung tippe ich mir noch ein. Öltemperatur weiß ich gerade nicht auswendig, wo die ist. Wir machen das anders. Ich gehe auf die Geschwindigkeit. Das ist schnell Speed. So, das ist nämlich im Messwert Block 1 der Wert 1, kann man sich gut merken. So. Gut, jetzt habe ich das konfiguriert. Jetzt gehe ich direkt auf Datei speichern. Wobei ich kann noch eine Sache machen: Es gibt auch die Möglichkeit, einen Autostart zu konfigurieren. Das heißt, das Flugcontrol würde automatisch starten, sobald ich den Motor starte. Das haben wir. So, okay, jetzt haben wir es endlich komplett. Ich speichere die Datei. So, jetzt habe ich die Konfiguration runtergeladen. Jetzt gehe ich nochmal ans Handy. Jetzt kann man nämlich die FIS-Control-App benutzen und kann sich mit dem FIS-Control verbinden. Dazu, vielleicht kommen wir mal auf das FIS-Control, auf den Tacho zeigen. Das ist jetzt ein bisschen. Okay, ich bediene jetzt das FIS-Control. Ich gehe jetzt in das Einstellungsmenü und wähle dort aus, dass ich eine neue Konfiguration laden möchte. Gehe jetzt unter Flash-Speicher, Load Settings und Bluetooth. So, jetzt wartet das FIS-Control per Bluetooth auf eine neue Konfiguration. Jetzt wieder auf genau, das Handy. Ich denke, das ist einigermaßen scharf. Ich wähle in der App das FIS-Control aus, ist jetzt verbunden. Und das FIS-Control wartet jetzt auf die Konfigurationsdatei. Ich gehe auf Upload File und wähle direkt die eben gerade runtergeladene Settings-Datei aus. So, die wird jetzt auf das FIS-Control übertragen. Dauert einen kleinen Moment. Mal die Daten übertragen. Jetzt brauche ich bloß das FIS-Control einmal neu starten. So, ich schalte jetzt wieder ein. Jetzt müsste idealerweise das FIS-Control automatisch aufstarten. Genau, jetzt wird der erste Schnellzugriff automatisch geladen. Das FIS-Control verbindet sich mit dem Steuergerät, in dem Fall mit dem Kombi-Instrument, liest den Messwert 1 vom ersten Messwertblock ein, weil ich das so konfiguriert habe, und zeigt das als Einzelwert an. Das heißt, aktuelle Geschwindigkeit habe ich jetzt angezeigt. So, war jetzt ein bisschen holprig. Ich hoffe, es hat jetzt nicht zu sehr abgeschreckt.
Also vom Prinzip her ist es nicht allzu kompliziert, um sich erstmal einfache Messwerte dort zu konfigurieren. Ähnliches Spiel haben wir dann auch für das neuere FISControl MMI. Da gibt es auch die Webseite zum Konfigurieren und auch die Android-App, um die Sachen auf das FISControl zu übertragen. Also grundsätzlich nochmal der Hinweis, wenn dazu irgendwelche Fragen sind, könnt ihr die jetzt stellen in aller Öffentlichkeit oder auch danach gerne einfach hingehen und nachfragen. Wir haben eine Frage über Facebook reinbekommen, da war eine Frage, was wird denn so am besten im S4 B5 Baujahr 99 verbaut und wo liegt das circa preislich? Also da gibt es halt die beiden Varianten, das FISControl Lite und das FISControl 2.2, die funktionieren beide in dem, das war Baujahr 99? Baujahr 99 B5. Okay, dann muss ich einschränken, weil dann ist nur 3 Leiter, das verfügbar, noch kein CAN-Bus, dann geht nur das FISControl 2.2. Gut, alles klar, wenn sonst keine Fragen sind. Die Leute, die hier sind und Interesse haben, können sich gerne das nochmal live hier vor Ort anschauen. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, dann auch gerne bei mir im Auto noch nachher. Alles klar. Dankeschön.